Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play State of Mind. Wir befinden uns im Kurtz Recreation Center und müssen jetzt zu unserem Doktor, dem netten Dr. Sykes, der für mich ehrlich aussieht wie Captain Iglo. Guckt euch den mal an. Und er guckt gerade so richtig biestig, als wäre voll eingeschnappt mit uns. Also ich weiß ja nicht. Eigentlich ist er unser toller, netter Hausarzt, aber gerade ist er scheiße drauf, glaube ich. Naja, wahrscheinlich, weil wir uns halt diesen Termin außer der Reihe irgendwie erschlichen haben und das findet er jetzt irgendwie nicht so gut. Aber kein Thema, Junge, wir reden trotzdem mit dir. Immer noch Probleme, Newman? Kommen Sie, dann jagen wir Sie mal durch den Scanner. Also diese fiese Grinse, die finde ich irgendwie so, na, ich weiß ja nicht. Das gefällt mir jetzt nicht. Und ich will da eigentlich auch nicht hin. Ich bin hier nur, weil diese dumme KI mich die ganze Zeit nervt. Da wären wir. Bitte hinlegen und entspannen. Ja, weil das auch wie so ein Stuhl aussieht, auf den man sich gerne hinlegt und dann super entspannt. Nervös, nicht nötig. Im Kurtz Recreation Center bist du in den besten Händen. Spätestens jetzt wäre ich an seiner Stelle misstrauisch. Okay, dann legen wir uns mal auf den fiesen Scanstuhl. Entspannt? Überhaupt nicht. Spielt keine Rolle. Der Scan läuft. Ich lasse sie jetzt für ein paar Minuten allein. Immer schön liegen bleiben. Okay, super. Das heißt, Dr. Dingsbums haut jetzt ab, während ich hier rumliege und, toll. Na, das nenne ich jetzt mal eine tolle medizinische, Sache. Hallo? Ich will Chefarztservice. Oh, warten oder aufstehen, geil. Ja, ich muss es gestehen, ich leide unter einer ganz fiesen Krankheit, nämlich Neugierde. Wir stehen jetzt auf, scheiß drauf. Ich finde den Laden scheiße. Ich weiß nicht, also sorry, aber no. So, was kann ich denn hier machen? Notizbuch und hier sind... Oh, hier sind lauter Terminals, cool. Ich glaube, ich fange mal mit den Terminals an. Schauen wir mal hier. Oh, Benutzer Valerie von Stahl. Das heißt, die hat hier auch gearbeitet. Krass. Okay. Julia Tipp. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Was ist das hier so? Oh, Terminal. Hier kann ich ran. Zugriff auf Informationen verweigert. Bitte wenden Sie sich an einen Mitarbeiter der Schnittstelle. Blub. Okay. Vielleicht kann ich ja trotzdem dran rumgrabbeln. Na? Oh ja, geil. Das geht ja sogar. Ritzel? Ist das... Was ist das? Das ist doch John. Sind das... Mit seinem Bär. Meine Erinnerung. Oder? Ist das John? Und das... okay, das Auto? Krass. Oder... nicht? Ist das Tracy? Das ist Tracy. Aus Richards Aufzeichnungen. Okay. Das ist doch Tracy, ja? Eindeutig. Also die beknackte Jacke. Und das? Das habe ich noch nie gesehen. Oh, das ist unser spezieller Kontakt aus dem Club. What? Oh, hier kriegen wir ein neues Datenfragment, wie es aussieht. Ritzel, das nehmen wir gleich mal mit hier. Sehr schön. Objekt-ID unbekannt, das nehmen wir gleich mal mit hier so. Slutsch. Worauf habe ich mich da eingelassen? Tja, auf jeden Fall ist deine Existenz jetzt deutlich spannender. Synchronizer. Zugriff verweigert. Ja, das ist aber nicht sehr nett hier. So, mal ganz schnell hier noch rumjumpen und gucken, bevor der Dr. Dingens wieder zurückkommt. Notizbuch. Daniel Sykes, kein Lesezugriff. Scheiße, das wäre doch auch zu schön gewesen. Auch Zugriff verweigert. Ja, so ein Mist. Oh, hier ist eine Notiz. Notiz von Daniel Sykes, erstellt vor einer Woche. Ein Toaster? Eric, platziert deinen Retromüll bitte woanders. Das soll ein Krankenhaus sein, keine Hipsterküche. Newman, ich sagte, liegen bleiben. Ist das so schwer zu verstehen? Ich glaube, der Scan ist durch. La la la. La 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 la. Ich bin hier auch nur so ein bisschen rumgelaufen. La 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 la. Lass uns mal reden. Waren Sie hier an den Geräten? Nö. Nein. Dann schauen wir uns das mal an.
Irgendwas nicht in Ordnung? Was? Sehen oder hören Sie manchmal Dinge, die nicht da sein sollten? Lüge ich den Typen jetzt an? Aber ich glaube, ich nehme mal die gesunde Mitte hier. Nein, ich habe nur manchmal sonderbare Anwandlungen wie Déjà-vus. Und manchmal sehe ich Dinge, die nicht da sein sollten. Es war richtig, dass Sie gekommen sind, Newman. Im Grunde sieht alles gut aus. Nur Ihr Neuroscan hat ein paar Unschönheiten. Doppelbilder, wenn Sie so wollen. Was? Wie Schizophrenie? Für eine solche Diagnose ist es noch zu früh. Für den Augenblick kann ich Ihnen nur den Rat geben, gehen Sie nach Hause und bleiben Sie da. Ich schreibe Sie erstmal krank. Wir melden uns, sobald wir das überprüft haben. Und machen Sie sich keine Gedanken, ich weiß schon, danke. Super, das ist ja mal die geile Therapie. Sitz dir zu Hause den Hintern platt und warte einfach ab. Klasse. Danke für diese kompetente medizinische Einschätzung. Wo geht's denn hier jetzt raus? Muss ich hier raus? Ich gehe einfach mal hier raus. Yep, das war die richtige Tür. Kann ich hier nochmal zurück? Kann ich durch die andere Tür vielleicht mal gucken? Lalala, ich habe mich hier nur so ein bisschen verlaufen. Lalalala. Ach nee, das ist ja ein... Das ist ein Schrank. Okay, langweilig. Mit total hässlichen Klamotten. Ich kann mir noch nicht mal ein Wasser ziehen, ey. Was ein Scheiß. Aber ich habe das nächste Datenfragment geklaut, sozusagen, während das der gute Dr. Kurtz nicht gerafft hat, dass ich hier irgendwelche fiesen Dinge tue. Also war es doch genau richtig, dass ich hier vorbeigekommen bin. Darf ich Ihnen noch eine private Frage stellen? What? Es geht um John. Was ist mit ihm? Es geht mich nichts an, aber bekommt er zu Hause die Aufmerksamkeit, die er verdient? Na klar. Ich meine, er hat eine Nanny. Ich frage ihn ja dauernd, was er will. Naja, seine Mutter ist kaum da. Ich hatte einen Unfall. Warum fragen Sie? Der Junge ist sehr verschlossen. Wäre vorteilhaft, wenn er sich etwas öffnet. Vorteilhaft? Vorteilhaft? Ich sollte mich wirklich nicht einmischen. Ich bin sicher, Sie beide sind die perfekten Eltern. Kommen Sie gut nach Hause, Newman. Aber sollte es doch mal Probleme geben mit John, welcher Art auch immer, Sie können jederzeit mit uns reden. Warum sollte es Probleme geben? Ganz ruhig, Newman. Ich will nur helfen. Kommen Sie gut nach Hause. Also irgendwie finde ich Leute, die dann sowas sagen wie, ich will ja nur helfen, ganz creepy. Ich mag den Typen nicht. Okay, jetzt stehe ich wieder hier draußen. Also ich wurde sozusagen rausgeschmissen. Mit der kann ich nicht mehr reden. Okay, das Kunstwerk haben wir uns auch schon genügend angeguckt. Kann ich hier vielleicht irgendwie durch? Nope. Nopety nope. Okay. Dann sind wir hier jetzt wahrscheinlich erstmal fertig. Aber das finde ich ja echt mal so... Boah, dieser Dr. Sykes, den finde ich ganz, ganz fies. Der hat so den Typus durchgeknallter Wissenschaftler. Ich muss Richard diese Daten schicken. Ja, das werden wir jetzt auch mal tun. Top, 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 top. Schnell zur Bahn. Wir joggen hier mal so ein bisschen. Das ist gut für deine Fitness, Adam. Ab nach Hause zum Infinity Plaza. Mal schauen, was wir da jetzt wieder für einen interessanten Einblick in die gewisse Vergangenheit kriegen. Ich fände es ja ganz cool, wenn wir da jetzt noch ein bisschen mehr erfahren würden über Richard Nolan und seine Frau und natürlich auch alles, was so passiert ist. Okay, keine neue Durchsage. Arbeiten gehen darf ich jetzt auch nicht mehr. Aber seien wir ehrlich, der Job war jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Vor allem wurden unsere Änderungen ja überhaupt nicht übernommen. So eine Sauerei. Okay, neue Holopinwand. Hier haben wir immer noch unsere Roboter mit dem Glasdilemma. Sag mal, was seid denn ihr eigentlich für eine minderwertige Programmierung? Ich sag doch, du kannst es einfach wegmachen und dir ein neues holen. Wo ist das Problem? Okay, hier ist das Ding von... das ist von Amy. Okay, hier haben wir alles. Dann werde ich jetzt mal eben... oh, noch ein Zettel. Oh, wie süß. Das war ein wirklich schöner Tag. Ich bin froh, dass wir reden konnten. Ich denke an dich, Amy. Ja, so richtig viel geredet haben wir jetzt ja eigentlich auch nicht.
So, wir haben jetzt hier irgendwo ein Update. Nope. Für heute krankgeschrieben. Okay, das ist unser aktueller Planer. Das ist hier jetzt das neue Datenfragment. Und noch eins. Ich habe jetzt hier zwei Datenfragmente, die ich nun loswerden muss. Sehr schön. Da hat sich das ja hier mal direkt gelohnt. So, Fragmente senden. Wir haben ja hier gleich zwei. Richard, viel Spaß. Scan abgeschlossen. Objekt-ID erkannt. Objekt erfolgreich gesendet. Na, da freut sich jetzt der Richard. Habe ich jetzt alle beide Fragmente rübergeschickt oder nur das eine? Ich bin gespannt. Januar 44, Sektor 56, Manhattan, Soho. Also vor 4 Jahren in New York. Oh, es ist wahrscheinlich das, wo jetzt seine Affäre angefangen hat. Das Okay. sieht besser aus. Sieht wie eine Bar aus. Verflucht. Wow. Das ist. Okay, das kriegen wir ganz gut hin. Also so langsam kenne ich das hier mit den Fragmenten. Das ist es. Mit Liberty Island Poster. Definitiv, das ist hier New York. Verflucht. Das ist es nun. Ich hab's. Das muss ich sofort hochladen. Okay. Sieht ja schon mal ganz spannend aus, nur ein bisschen verschwurbelt irgendwie. Kriegen wir hin. Okay. Kommt jetzt hier gleich das nächste? Hallo? Du musst Richard sein. John? Aber was... Junge, was machst du denn hier im Cloud Call? Weiß Adam davon? Nein. Hör mal, das darfst du sicher nicht. Du wirst Ärger bekommen. Ich will nur mit dir sprechen. Aber klar, natürlich. Ich habe selbst einen Sohn. Er heißt James. Kann ich ihm Hallo sagen? Tja, weißt du, James und seine Mutter, sie sind gerade nicht da. Sind sie zusammen unterwegs? Ich glaube schon. Dann geht es James sicher gut. Ja, bestimmt. Wohin sind sie gegangen? Ich weiß es nicht genau. Vermisst du sie? Oh ja. Und wie? Ich vermisse meine Mom. Ja, ich habe schon gehört. Sie hat viel zu tun. John? Was machst du denn da? Ich wollte nur mit Richard sprechen. Sag mal, das gibt's doch nicht. Und der macht das auch noch mit? Hey, ganz ruhig. Er hat doch nur. Sie halten sich da raus. In dein Zimmer. Wir sprechen noch darüber. Oh. Das gibt jetzt erstmal Stress zu Hause. Oi, oi, oi. Oh. Aber richtig herzzerreißend, der Kleine. Unbekannt hat dir Daten geschickt. Nein, nein, nein! Schluss jetzt damit. Geh in dein Zimmer. Verdammt. Oh je. Mama arbeitet, Papa ist permanent in der Traumwelt unterwegs. Ja, kein Wunder, dass der arme Junge sich da so ein bisschen schlecht fühlt. Oh je. Sie haben neue Cloud-Messages. Oh nein. Deine Eltern? Irgendwann musst du dich bei ihnen melden. Irgendwann. Ich muss jetzt meine Semesterarbeit fertig machen. Was? Nein, was? Was ist das? Das bin ich nicht. Das bin nicht ich. Okay. Creepy ist das denn jetzt bitte hier? Ist sie wach? Halbwach. Aber sie sollte uns nicht sehen. Irgendwas stimmt nicht. Was ist los? Hat sie Angst? Wovor soll sie Angst haben? Herzschlag ist gut, Blutzirkulation. Wir pumpen Nanoliquide in ihr Gehirn und sie fürchtet sich. Verstehe ich gar nicht. Ich erhöhe die Sulpritdosis. Muss sowas wie Todesangst sein. Alles okay, Jeff? What the fuck? Okay, jetzt muss ich hier noch weiter. Wenn jetzt was schief geht, wer von den beiden bekommt den Grabstein? Das Original oder die Kopie? Die mit den 40% des Ge. Ich hoffe, Dr. Kurtz weiß, was er tut. Denn wenn nicht. Ich kann euch hören. Herr Godray. Tut mir leid. Wie läuft die Sitzung? Miserabel.
Die Investoren wollen Ergebnisse. Oder sie knipsen uns bis Ende des Quartals die Lichter aus. Wie bitte? Ah, ich hasse diese Leute. Ich biete Unsterblichkeit und sie fragen nach dem Preis. 55%. Wer ist die Spenderin? Eine Studentin, Lydia Craig. Sie ist abgehauen. Obdachlos, kein Kontakt zur Familie, keine Freunde. What? Ihr Gehirn wird mit Fremddaten überschrieben und sie hat Angst. Rätselhaft. Hast du eine Frage, Jeff? Dieselbe wie gestern. Was passiert in Sektion 1? Jeff. Arbeiten wir an einer Super-KI? Ich kann dir nicht alles erzählen. Es ist zu wichtig. Du musst dich gedulden. Sicher. Wie lange höre ich mir das schon an? Wir werden die Menschheit verändern. Wir werden sie erlösen. Erlösen? Wie denn? Ich sehe nur, dass wir Zombies produzieren. Und scheiß Roboter. Das ist doch krank, was wir hier machen. Die Menschheit ist krank, Jeff. Wir sind die Heilung. Trockenheit, Terror, Aufstände. Ein ewiger Rohstoffkrieg. Das sind keine Warnsignale. Das sind Symptome. Diese Welt ist schon längst unrettbar. Aber wir sind die Einzigen, die das anerkennen. Wir bauen ein Rettungsboot. Ein Rettungsboot? Glauben Sie, dieser Arm war eine Rettung für mich? Als hätte ich Bleimuskeln. Eine chronische Sehnenscheidenentzündung. Wir scheitern an einer verdammten Prothese. Und jetzt machen wir Hirntransfers? Der Arm ist deine Schlamperei, nicht meine. Hey! Jetzt ist sie hellwach. Erhöhe Sulprit auf 90. Okay, Drogen. Oh Mann, oh Mann. Oh, lalalala. Ah, ich muss hier dieses komische Auge treffen. Oh, das wird ja immer schwieriger. Alter. What the fuck? Lass es einfach zu, Kleine. Der Aerotrain nach New York steht bereit. Das Boarding beginnt in Kürze. Sie haben neue Cloud Messages. Guten Tag, Miss Craig. Hier ist Herr Minsky vom Firthing & Sons Funeral Home. Nochmal wegen der Kosten für die Einäscherung Ihrer Eltern. Als letzte Hinterbliebene sind Sie, wie Sie bereits wissen, zahlungspflichtig. Wir gewähren Ihnen jetzt noch eine letzte Frist bis zum 12. Dezember. Danach müssten wir den Fall leider an unsere Anwaltskanzlei übergeben. Ja. Unseren Kontakt haben Sie und mein Beileid nochmal. Keine neuen Cloud-Messages. Oh, 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 die Türen werden geschlossen. Halten Sie Abstand. Okay. Und? Sie atmet. Sie hat's überstanden, Ray. Blutzirkulation, Herzfrequenz, alle neuronalen Muster wurden übernommen. Zellstruktur. Was? Was ist los? Ihre Zellen stoßen die Implantate ab. Heißt? Sie bildet Knoten. Im ganzen Körper. Glückwunsch, Doktor. Ihr Rettungsboot ist ein Tumor mit einer Lebenserwartung von 3,5 Jahren. Die Investoren werden begeistert sein. Jeff, seit wann so fantasielos? Das ist der Durchbruch. Die nächste Phase wird alle Probleme beseitigen. Die nächste Phase? Ganz ruhig, Liebes. Keine Angst, okay? Wir machen nur noch ein paar Tests. Oh Mann. Das ist ja mal so eine richtig kaputte... Stellt sicher, dass sie sich nicht an uns erinnert. Und dann setzt sie in der Stadt aus. Boah, Alter. Jeff, kann ich kurz mit dir reden? Boah, wie finster ist das denn? Und hier hängt noch jemand drin. What the fuck, was ist das denn für eine Scheiße? Also, gibt es jetzt zwei Varianten von dieser Person? Und die eine hat das halbe Gehirn und die andere hat das andere, die andere Hälfte oder was? Alter Schwede. Oh, wie kaputt ist das? Oh, Mann, oh Mann. Arme Lydia, die tut mir jetzt schon leid. Und dann gerät sie auch noch an jemanden wie Richard Nolan. Was ist das? Kenne ich das?
Okay, also offensichtlich bin ich jetzt hier als Lydia unterwegs. Müllcontainer. Wow. Ich kann hier nach Essbarem wühlen, okay. Unautorisierte Zugriffe werden auch gemarkert. Ich frage mich, ob der Zähler 1 hochgeht. Nein? Tut er nicht. Schade. Das hätte ich jetzt cool gefunden. Das sieht ja schon geil aus. Ich finde den Kontrast zwischen diesen unglaublich detailreichen Hintergründen und diesen Low-Poly-Charakteren doch ziemlich heftig. So, hast du hier vielleicht irgendwas für mich? Dekalogin, ein Gastronom. Hast du vielleicht irgendwas kostenfreies? Hi. Hören Sie, ich habe Hunger. Kann ich vielleicht... Was, du hast kein Geld, oder wie? Nein. Dann zieh Leine. Okay, Essen sieht schlecht aus. Gibt's hier noch nicht mal irgendwie so eine Ecke, wo ich irgendwas abgreifen kann? Oh Mann. Null. Sieht schlecht aus. Oh Mann, oh Mann. Kumpel, hast du nicht mal eine Mark für mich? Oder einen Dollar oder so? Nee, offensichtlich nicht. Ah, Mann, oh Mann. Okay, gucken wir mal, ob hier irgendwie... Nee. Das sieht zu aus. Das heißt, ich habe hier ein begrenztes Areal, innerhalb dessen ich jetzt irgendwas finden muss. Also im Müllcontainer war schon mal nichts. Dann schauen wir doch mal weiter. Hier ist eine Türklingel, okay. Identifizierter Eigentümer United Bank Trust Inc. Okay, gucken wir mal. Hallo? Hallo, ist da jemand? Was willst du von mir? Hau ab! Okay. Also die Bewohner sind jetzt auch nicht sonderlich freundlich, wie es aussieht. Also ich kann mich jetzt hier so die ganze Zeit durchklingeln, wie es... Ich fürchte mal... Das gehört auch der United Bank Trust, okay. No vacancy, okay. Entschuldigen Sie. Hallo, können Sie bitte kurz aufmachen? Verschwinde oder ich rufe die Bullen! Tja, ich würde mal sagen, sie hat hier eine Notlage, aber kommt nicht wirklich weiter. Popple Harvey und der ist Handwerker. Okay, gucken wir mal. Hey, hast du ein paar Credits für mich? Sorry, ich hab selbst nichts. Das ist doch mal doof. Hast du wenigstens eine Zigarette? Auch nicht. Solche wie dich sollte man totschlagen. Solche wie mich? Du weißt genau, was ich meine. Nein, weiß ich nicht. Okay, seltsame Leute hier. Okay, Police Line Do Not Cross. Crossen darf ich hier auch nicht. Nanoscan-Zelle, okay, da komme ich nicht näher ran. Sieht irgendwie unheimlich aus. Also ich lasse mich in dem Ding nicht scannen. Das ist wahrscheinlich auch wieder für dieses Mars-Programm. Aber ein Ticket für die Kolonien? So schlecht ist das nicht. Was soll ich auf dem Mars? Okay, dann lass uns hier mal ein Stückchen weitergehen. Also so viele Möglichkeiten habe ich jetzt nicht mehr. Hey, du siehst aus wie eine nette Punkerin. Hast du nicht vielleicht mal einen Euro für mich? Ich fürchte auch nicht. Scheiße, was ist das denn jetzt hier? Türklingel. United Bank Trust. Das gehört hier alles dem United Bank Ding. Hallo? Kann mir denn niemand helfen? Ist ja gut, ist ja gut. Ich komm ja schon. Du brauchst nicht so zu schreien, okay? Halt! Stehen bleiben! Oh nein, ich habe überhaupt nichts gemacht. Wonach suchen Sie hier? Ich... Sie besucht mich, Officer. Ach so? Ihre ID bitte. Davis, Angela. ID 245432. Sektor 57, Queens West. Sie wohnen hier? Ja doch. Komm rein, Süße. Kann ich gehen? Na schön. Wow, das war jetzt knapp hier. Idioten. Okay. Ich frage mich, warum jetzt diese Angela unserer Lydia irgendwie... Was ist passiert? Was wollten die? Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Soll ich jemanden anrufen?
Willst du... Ich kann nicht mehr. Okay, okay. Komm erst mal rein. Oh Mann, der geht's richtig übel. Aber wenigstens hat sie einen Menschen gefunden, du der ihr hilft. Du siehst schlimm aus. Wie heißt du? Lydia. Okay, Lydia. Ich bin Angela. Also, was ist los? Was machst du hier? Ich muss mich ausruhen. Kannst du nicht nach Hause? Mm-mm. Du lebst auf der Straße. Mhm. Komm, ich mach dir erstmal einen Drink. Okay. Ein bisschen Alkohol hilft immer. Oder Kaffee oder so. Besser? Viel besser. So, und jetzt erzähl. Oder willst du dich erstmal von dem Schreck erholen? Darf ich mich ein bisschen umsehen? Na klar, nur zu. Okay. Also, wir haben hier eine Unterkunft gefunden, zumindest zeitweise. Oh, wir können hier mal rausgucken. Dieser Bezirk steht unter verstärkter Beobachtung. Den Anordnungen der Sicherheitskräfte ist Folge zu leisten. Gefährdungsstufe 4. Uiuiui. Das ist ja so mal richtig. Queens ist eine Müllhalde geworden. Mir gefällt's. Ich wäre froh, wenn ich hier wohnen könnte. Das Cloud Hub dürfte Angela sein. Angela sein, jupp. Aber ich finde, die hat aber jetzt gar keine schlechte Wohnung. Also so das klassische Loft irgendwie. Du studierst? Mhm. Journalistik. Ich auch. Die Inhalte dieser analogen Datenträger sind veraltet. Ja, ja, komm, Bücher sind doch einfach was Schönes. Ich ohne meine Bücher, ich würde mich nicht wohlfühlen. Upsa, warte mal. So, identifizierte Personen, Davis Samantha und Davis Humphrey. Das sind wahrscheinlich ihre Eltern. Das sind Mom und Dad. Ganz schön spießig, oder? Ich find's süß. Ich hab kein einziges Bild mehr von meinen Eltern. Ich hab alles gelöscht. Hm. Dann bist du wohl ziemlich wütend auf sie. Das war ich. Und jetzt bereust du's? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Okay. Hier haben wir ein etwas wild gemachtes Bett. Der Eigentümer hat das automatische ID-Tracking für dieses Möbelstück gesperrt. Okay. Aber hier haben wir ja auch noch was Nettes. Reizwäsche. Aha. Hergestellt in der Robo Textile Facility Bangladesch. Identifizierte Eigentümerin Davis Angela. Na, kriegst du einen Schreck? Meine Berufskleidung. Ich denke, du studierst... Na klar, aber irgendwie muss ich es ja finanzieren. Aha. Es ist nur Cybersex, Süße. Ich dachte, das machen jetzt nur noch Avatare oder Bots. Es gibt immer noch Typen, die ein echtes Mädchen sehen wollen. Okay. Also inzwischen ist das mit den echten Mädchen offensichtlich komplett irgendwie außer Mode und sie ist was Besonderes. Ich sehe das schon. Ist auch aus der Robo Textile Facility Bangladesch. Was ich ja witzig finde, wenn man sich das so anguckt, alles wird offensichtlich in der Robo Textile Facility in Bangladesch hergestellt, aber eigentlich können die ja überall produzieren. Ich meine, wenn das sowieso nur Roboter herstellen, dann ist das mit den Arbeitskräften und den Kosten dafür ja ziemlich egal. Okay, die Jacke hat mal jemandem gehört, nämlich Jason Rutkin, aber der hat sie aufgegeben. Oh, Drone Gates. Schön, The Voice. Habt ihr es hier. Ihr? Ich dachte nur, wegen der Jacke da. Er ist ausgezogen. Ach so, die gehört Jason. Er ist ausgezogen, im Sommer. Verdammt, wieso weiß ich das alles? Die Jacke habe ich nur aufgehoben, weil... Ach, eigentlich weiß ich gar nicht, warum. Entschuldige, ich wollte dich nicht... Ist schon okay. Ich bin froh, dass er weg ist. Okay. War wohl ein nicht so schönes Ende der Beziehung. So, was haben wir hier? Das klingt aber gar nicht gut. Schon okay. Tut nur ein bisschen weh. Sag mal... Hast du vielleicht eine Schmerztablette für mich? Ja, irgendwo im Bad sind noch welche. Okay, dann holen wir uns mal welche. Medikament. Ja, das sieht gut aus. Wirkstoff Neuromexatinol. Anwendungsbereiche Schmerzen, Depressionen, Neurotransmitter, Dysfunktion. Dieses Medikament ist verschreibungspflichtig. Okay, dann holen wir uns mal hier eine Pille. Immer schön reinhauen. Aber nur eine, Mill. Sonst wird das ungesund. Oh Gott. Was ist los, Süße?
Mit dem Husten musst du zum Arzt. Quatsch, mir fehlt nichts. Mhm. Ja, nein, Mädel, du hast einfach nur eine Menge Tumore irgendwo in dir. Huch. Das könnte ihr Freund sein. Okay, das ist... Ah, ach, das habe ich gar nicht geguckt. Ah, Rodkin Jason, okay. So, jetzt lass uns aber mal mit ihr ein bisschen reden. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sehe schon, unsere Zeit ist für heute fertig. Also, wenn ihr genauso gespannt drauf seid, was uns Angela zu erzählen hat und was es hier jetzt mit Lydia alles auf sich hat, die schätzungsweise Beziehung, Geliebte, whatever von Richard, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Macht es gut, ihr Lieben, habt eine schöne Zeit, bis denn und tschüss.